Gott. Und ich habe keine Waffe. Ja. Komm. Komm. Komm, mach mich platt. Danke. Ich nehme gar keinen Bock drauf, so ein Scheiß. Ach, und jetzt kommen die Dolche wieder. Okay, na meinetwegen. Ich wollte sie ja haben. Von daher, alles schön. Da hoch kommen wir nicht, ne? Wir gehen mal hier rein. Das ist auch vom Level-Design wieder total so wie am Anfang. Nur mit noch ein, zwei anderen Monstern. Natürlich. Rauf auf die Bäume. Finde ich gut, das fehlte noch so ein bisschen. Wow. Das Platforming hier wird aber auch interessant. Ich bin mir nicht sicher, ob es so clever war, hier runter zu springen, um den Scheiß einzusammeln und die vollen Hitpoints mitzunehmen. Ich glaube, das war eher ein Verlust. Ja, war nicht so richtig clever, wenn wir ehrlich sind. Na komm. Ich sag jetzt mal. Ich gehe einfach leise weinend nach Hause. Wow, ich hab's tatsächlich platt gekriegt. Aber glaubt man nicht, dass ich darüber springen kann. Warum auch? Nein, es geht einfach nicht. Es ist einfach nicht treffbar. Okay, da wir aber auch gar nicht darunter müssen, gehe ich jetzt einfach direkt wieder hier hoch und da durch. So. Können mich doch alle mal. Waffenenergie da oben brauche ich nicht wirklich. Warum? Ich bin doch wohl über die Health Jugs einwandfrei rübergelaufen, oder nicht? Ernsthaft, da bleibt. Jetzt geht er rein. Na komm. Fuck that, ganz ehrlich. Okay, brauchen wir einen Schlüssel für. Und der ist da, alles klar. Hey, ich krieg mal direkt zum Levelanfang eine Waffe. Oh Mist. Ja. Ich gehe hier einfach raus, ne? Wir müssen da oben bestimmt nichts machen. Oh nein. Warum denn? Gott sei Dank kriegen wir da die Schwerter wieder. Wie die Dolche oder was auch immer. Er hat kurzzeitig das scheiß Wurffläschchen eingesammelt. Ich zu spät gesehen habe, dass es da ist. Okay, leider müssen wir hier gar nichts machen und wir müssen überhaupt nicht hier lang. Schade eigentlich. Wie? Jetzt hört es auf zu springen? Erstaunlich.
ich da jemals hoch? Also beziehungsweise hoch, ja, aber komme ich darüber ohne Schaden zu nehmen? Wahrscheinlich nicht, oder? So wie die laufen. Da springe ich doch zwangsläufig von unten in so ein Vieh rein. Ja, natürlich. Mitnehmen. Auf gar keinen Fall die scheiß Fläschchen einsammeln. Auf gar keinen Fall. Na komm. Leck mich doch. So, aus Prinzip. Nicht, dass wir die Teile für irgendwas bräuchten, aber... Ja. Okay. Das war so nicht geplant, aber finde ich ganz okay. Ganz ehrlich. Raus hier. Da oben sind noch mehr von den Wurffläschchen, die ich bitte nicht einsammle. Ein Traum. Okay. Schade. Dachte, es klappt vielleicht. Mal im Ernst, dieses Ding springt da an der Kante hoch und runter. Man kann von der Leiter aus nicht schießen. Wie soll man das machen, ohne Hitpoints zu verlieren? Irgendwas? Zumindest haben wir wieder... Es ist echt nicht wahr. Wenigstens hat sie sich jetzt angewöhnt, die Leitern hoch zu also wirklich zu springen. Ich würde... Kann ich da nicht rüber? Also ich würde... muss ich vielleicht auch gar nicht. Will ich auch gar nicht, wenn ich ehrlich bin. Aber hier komme ich raus, ne? Ah, da geht's raus, okay. Hätten wir das also auch hinter uns. Jetzt geht er durch. Sollte das das letzte Level sein? Ich weiß nicht, die waren ja bislang relativ kurz, beziehungsweise ich habe sie kurz gehalten. Oh nein, nicht die Wurfelixiere. Auf keinen Fall. Au! Ja. Also entweder kommen danach nochmal drei Level oder das war's dann tatsächlich. Ich bin mir nicht sicher. Nein. Hauptsache nicht die Wurfteile einsammeln. Man sieht hier auch irgendwie plattformmäßig einen Scheiß. Ist irgendwie nicht so richtig clever, wenn der Hintergrund die gleiche Farbe hat wie der Vordergrund. Schön, dass selbst die Musik anfängt zu laggen dann. Natürlich dreht es sich um und spuckt Feuer. Warum auch nicht? So, am Anfang von so einem Spiel hat man immer noch die Motivation, jeden Gegner irgendwie
aus dem Weg zu räumen. Aber inzwischen ist das so, wisst ihr was, wenn ich hier eh Schaden nehme, dann werde ich hier einfach irgendwie Damage boosten und lasse euch hier einfach alle stehen. Danke. Kriege ich hier vielleicht Hitpoints? Nein. Das ist super gelaufen. Oh nein. Oh, wirklich? Ja, ganz an den Anfang. Das war irgendwie unnötig. Musste ich hier rein? Oh ja, musste ich. Zwei Schaden genommen. Okay, aber... Okay, so funktioniert's. Toll, und da wird der Checkpoint gewesen. Fuck. Okay, hat jetzt nicht so lange gedauert, hier wieder hinzukommen. Ich habe nicht mal ansatzweise die Chance, in der Zeit, bis die Viecher wiederkommen, genug Schaden zu machen. Aber nun ja. Das ist vielleicht auch einfach. Das ist einfach der Schwierigkeitsgrad des Spiels. Es ist halt einfach anspruchsvoll. Es ist nicht unfair, es ist anspruchsvoll. Das ist ein entscheidender Unterschied. Auch, dass die Teile hier so richtig gut zu treffen sind, das ist super. Oh, ich habe keinen Schaden an den Stacheln genommen. Ich bin ein bisschen entrüstet. Muss ich da rein? Will ich da rein? Sollte ich da rein? Fragen über Fragen. Wo komme ich denn hin, wenn ich hier lang gehe? Nirgendwo. Ganz ehrlich, beim Versuch, mir diese Hitpoints zu holen, verliere ich sie garantiert gleich wieder, also kann ich mir das auch schenken. So habe ich eine Chance, das Ding da zu treffen, irgendwie. Ja, will ich hier wenigstens noch durchgucken. Nein! Warum habe ich das getan? Ganz toll. Ganz, ganz toll. Dolche, ein Glück. Na? Ja, rein, raus, mach doch was du willst da oben. Euch geht's hier auch zu gut, oder? So, muss ich da hoch? Dass es da weitergeht. Hier geht es aber auf jeden Fall auch nicht weiter. Wenigstens bin ich um das scheiß Fläschchen drumherum gesprungen. Ja, ganz klasse. Okay, ich muss tatsächlich diesen verkackten Baum hoch. Erstaunlich. Das finde ich ein bisschen ungeil, weil ich dann irgendwie zwangsläufig auf die Fresse kriege. Nein, weil ich dann zwangsläufig irgendwie das Fläschchen da ansammle, oder? Sehe ich das falsch? Egal, da ist der Level vorbei. Und raus. Ja. Okay, nachdem wir durch den Dschungel geeiert sind, nachdem wir gefühlte Tage durch den Dschungel geeiert sind, entscheidet sich Vinyl, eine kleine Pause einzulegen. Ein umgefallener Baum bietet da einen exzellenten Platz, um sich auszuruhen. Und sie verliert sich spontan in einer Debatte, welche Farbe oder welche Schattierung von Rot am besten ihren Lifestyle unterstützt, nachdem sie sich entschieden hat, dass ein glänzendes, helles Kirschrot ihr am besten steht, erregt etwas ihre Aufmerksamkeit. Sie bemerkt irgendwie ein Glitzern von Stahl in der Entfernung. Und es ist der Antriebsdüsenbrä-Kompensator
Widerstoß-Dingsi, wie auch immer es hieß. Minuten später zieht sie das ganze Ding aus dem Schlamm und geht zurück zu ihrem Schiff, baut den ganzen Scheiß wieder ein, zündet den ganzen Kram und das Schiff schnurrt wie ein Kätzchen. Ja, super Sache und jetzt verlässt sie diesen hässlichen Planeten und verschwindet in der Distanz. Fantastisch. Eine großartige Story, ein großartiges Spiel. Ich, okay, so war jetzt nicht unbedingt das Vorzeige-Jump'n'Run, gebe ich ganz ehrlich zu. Da gab es deutlich bessere, auch in den 90ern. Aber ich hatte es besser in Erinnerung. Nun ja, das war also Vinyl Goddess from Mars. Vinyl spricht man im Englischen garantiert anders aus, oder? Keine Ahnung. Nun ja, ich das ist Spiel, ne? Ganz ehrlich, ich muss hier weg. Von daher bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Hoffe, wir sehen uns trotz dieses eher grenzwertigen Spiels in irgendeinem anderen Let's Play wieder. Und bis dahin, macht es gut, haut rein. Und tschüss.